Willkommen zurück bei Slow Boys Racing. Oh, Kurva! Wenn ich im Patrol sitze, dann wird es immer die Tür, weil hinten dran ist ein Hänger dran und Ideen sind im Kopf. Ja, wir gehen das Auto holen. Jetzt im Titel wahrscheinlich schon gelesen, was es ist. Ja, gibt es ein kleines Projekt für die nächsten paar Videos wahrscheinlich. Gibt sicher einiges zu tun. Also, ich will gar nicht groß schnarren. Der nächste Videoteil wird wahrscheinlich sein, wie man in der Garage abladet. Vielleicht auch nicht. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, eh? See you guys. Affe geil. Da. Boah, Alter, ich sehe nichts mehr. Die Jungs sind gerade das Auto mal am Abschnorren. Weißt du, wissen wir schon, was ist? Ja, habe ich eh einen Titel geschrieben. Also, es ist ein M-Trash. Ein Scheisse. Ein Döner-Covid. Wir befinden uns gerade live, zeige ich Ihnen, im Kreditbüro. Die jungen Leute, die hier am Warten sind, die warten alle aufs Kredit für ein neues Auto. Das mal einmal leider nur ein Coupé und kein Limo. Aber das ist eigentlich beliebt für die Allgemeinheit. Dafür ist es ein 3-2er. 3-2er Coupé. Und so wie ihr noch seht und wie ihr auch gerade gehört. Vor allem so wie ihr noch gehört, der hat ja sogar einen Enter. Der muss da verlagen. Der hat schon Blumen, hat schon Blumen. Wir hören dann noch, und der ist sozusagen frisch ab MFK. Wenn da so kleine Kosmetik-Sachen da machen, dass wir den auf die Straße bringen. Geil, voll geil. Aff, geil! Ja, aff. Genau. Jetzt muss aber der andere wieder reinschneiden. Ist geil? Aff, geil. So, Jamie, du bist der Grund, warum ich den Scheiß gekauft habe, eigentlich. Ist dir das bewusst? Ja. Mhm. Ich habe ja eigentlich keine Zeit für so Gespässe jetzt mit der ganzen Unternehmensgründung hier. Und dann hat mich halt der Jamiro wieder ein bisschen überredet und gesagt, ja, er macht denn das schon. Da denke ich, ja gut, wenn er mir ein bisschen hilft, dann ist ja das eigentlich möglich. Jetzt haben wir gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so viel ist, wie man... Ja, sagt er noch nicht. Ja, Jamie. Oh. Ja. Überschaubar. Zum Auto, wir haben jetzt eigentlich noch nichts gesagt, richtig, oder? Es ist ein 3-2er Coupé. Also 3,2 Liter mit 321 PS, glaubst du? Ja, genau. Genau. Dann gibt es ja noch eine 3 Liter Version davon mit 286 oder 84 PS. Letzte hatte ich einen 3 Liter Limo gehabt. Jetzt habe ich mal einen 3,2er Coupé. Das war eines der wenigen Autos, die ich echt sagen musste, so mal, da möchte ich echt gerne wieder mal ein. Das war noch cool gewesen. Das Ding ist einfach, das Auto hat seit, ich glaube jetzt, seit über 10 Jahren hat das Auto keine MFK mehr gehabt. Weil er eigentlich vor allem gebraucht worden ist, um so eine Handvoll Mal auf den Track ein bisschen zu rösten. Das heisst... Ja. Man sieht es im Fall auch anders, gell? Von hinten halt auch, also vorne ist noch Glas. Das heisst, da müssen wir eine Scheibe haben, da müssen wir eine Scheibe haben und die Hinterscheibe müssen wir haben. Ja. Also du kannst das Auto nicht einmal waschen, so, weil da ist so undicht alles da. Also... Oh ja, sein Körpers Ziel ist, das wieder auf die Straße bringen. Das heisst, es braucht ein bisschen Gutachten und es braucht hier noch im Innenraum vor allem noch ein bisschen. Also das grösste Thema, abgesehen von allem, ist auch der Innenraum. Der sieht jetzt nur noch so aus. Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen Abdeckungen besorgt, dass das nicht mehr so ganz grusig aussieht. Vor allem hier, der ist ganz hässlich. Da tun wir entweder das Handschuhfach rein oder halt einfach eine Blende, dass es nicht so grusig aussieht.
Da wird alles einzeln abnehmen. Für die, die es nicht wissen, ganz kurz, da gibt's so, da musst du aus DTC fahren, auf irgendwo billigen Scheiß. Und dann schauen sie alles an. Und dann kannst du Airbag austragen in Verbindung mit 4-Punkt-Gurten. Aber auch nicht solche, die müssen genommen sein und so. Und dann ist da die Gurtführung, die darf nicht mehr als 15 Grad runtergehen. Das sind ja jetzt gefühlt 45 Grad runter. Ja. Das heisst, wir müssen jetzt irgendwo da, entweder gerade da direkt, da hinten ran, oder hinten auf den Dom. Das ist jetzt die Frage, müssen wir jetzt noch ein bisschen entscheiden oder da, oder von da nach da die Stangen einschweissen. Mit dem gleichen Material, wie da ist. Ja, und dann kann man die Gurten eigentlich anmachen. Und sonst die Sitze kann man lassen, sind echt noch geil, sind echt bequem. Das ist mal so der Plan. Und jetzt haben wir eigentlich nur geschnarrt, das Video, und kurz haben wir einen Laufen gehört. Und jetzt würde ich sagen, ist es das mal für heute, he? Oder? Wir machen dann übermorgen weiter und nehmen mal die Folie ein bisschen weg. Sind dann mal das kleine Zeug ein bisschen dokumentieren und jetzt mal die kleinen Teile bestellen, dass wir mal vorerst ein bisschen das Bild haben. Dann organisieren wir am Wochenende noch ein bisschen Schieben.